Endlich haben die Entwickler von CD Projekt Red ihr Vorhaben geschafft und The Witcher auch für Xbox 360 erscheinen lassen. Die Xbox-Version enthält von Haus aus eine sogenannte Enhanced Edition, deren neue Inhalte kostenlos an Besitzer der PC-Urfassung verteilt werden. So müssen sich Konsolenfreunde keine Sorgen machen und erhalten das Spiel in finaler Form. Gleich zu Beginn schon werden Kenner des Originals gravierende Unterschiede feststellen können. Die Entwickler spendierten dem Spiel ein vernünftiges Tutorial, in welchem man in aller Ruhe das Spielkonzept erlernt. Wir landen als Hexer Geralt auf einer Insel und müssen sogleich erste Aufgaben erfüllen und Kämpfe überstehen. In rund einer halben Stunde wird man an alle wesentlichen Elemente des Spiels langsam herangeführt, was für Frischlinge natürlich nötig ist. Schließlich ist The Witcher 2 ein typisches Action-Rollenspiel und allein schon das Herstellen von Tränken, das Auswählen von Magiefertigkeiten oder das Benutzen von mehreren Waffen könnte für ungeübte Spieler kleinere Herausforderungen darstellen. Zur Grafik ist zu sagen, dass die Engine Erstaunliches leistet und zaubert auch auf der Xbox 360 tolle Grafiken auf dem Bildschirm. An manchen Stellen wird jedoch deutlich, dass die gute Grafik ihren Preis in Form von Leistung einfordert. So dauert es manchmal zu lange, um die einzelnen Texturen zu laden. Auf geschmeidige Animationen und hervorragend detaillierte sowie lebendige Gebiete muss man nicht verzichten. Gegner können aufgrund einer automatischen Zielhilfe recht einfach anvisiert und erledigt werden. Dieses Feature ist nicht immer hilfreich, aber so gut wie nie wirklich störend. Die rasanten Kämpfe mit den Schwertern, der Wechsel zwischen den Magiefähigkeiten, das Blocken. All das geht soweit tadellos von der Hand. Da man bereits die PC-Version mit dem Xbox-Controller spielen konnte, werden Kenner kaum Unterschiede wahrnehmen. Spieler des ersten Teils werden auch viele alte Charaktere und Hintergründe wiedererkennen. Die Geschichte des unter Amnesia leidenden Hexers Geralt ist tiefgründig, emotional und fern von typischen Rollenspiel-Klischees. Die Autoren gehen kompromisslos mit den Figuren um und katapultieren den Spieler in ein unbarmherziges Mittelalterreich, voller Rassenhass, Machthunger, Verrat und Gier. Die Handlungen und Rückblenden sowie die interessanten Nebenaufträge und die facettenreichen Missionen sind clever inszeniert und gut durchdacht. An sich ist die Umsetzung der PC-Version wirklich gelungen. Auf den zwei DVDs verstecken sich rund 40 Stunden Spielspaß, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Das einzige Störende sind die leichten Performance-Probleme in Form von Ladezeit und Texturen. Wir empfehlen auf jeden Fall das Installieren des Spiels auf der Festplatte. Wer also das Abenteuer als Hexer in einem fiesen Mittelalterreich erleben möchte, hat jetzt mit The Witcher 2 die Chance dazu. Wir wünschen viel Spaß!